Da sind wir zum zweiten Teil des Festival Squares. Ich bin sehr gespannt, was das letzte Super Building ist. Es ist die Tiefseekrake. Oh, nice. Sieht das süß aus. Und das ist der tiefste Taucher. Und das letzte Super Building. Krass. Das war's. Das letzte Super Building. Na, dann fahren wir noch mal eine Runde mit. Woo! Ah, sehr geil. Rex Fury hat auch ein bisschen Spaß. Ach, das ist doch nett. Und damit haben wir die 300 Millionen Stat-Marke auch geknackt. Weltklasse. So, was steht für uns jetzt noch an? Ich denke mal, die ganzen Fahrzeuge fahren wird nicht dazugehören. Kann ich zumindest noch irgendwie nur hoffen. Weil sonst haben wir hier noch einiges zu tun. Hier wäre doch endlich mal wieder ein Ballon, den ich befärben muss. Wenn ich das mal so sagen darf. So, bei dem Leuchtturm waren wir auch schon fertig. Ist hier vielleicht noch was? Weil diese Kisten sind immer sehr verdächtig. Aber hier scheint... Na toll, ein Farbwechsler. Braucht kein Mensch. Also wir nicht. So. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier schon wirklich zum Ende kommen. Hier sind wir schon im Pagoda. Ja, das sieht man auch. Das heißt, ich bin jetzt hier erstmal wieder... Ah, da hinten bei der Feuerwehrstation war noch was, haben wir gesagt. Haben wir gesehen, als wir den Fahrzeugdieb aufgehalten haben. Ist ja auch ein Auto oder so. Nö, Clowns laufen auf der Straße. Klar. Höhlenmenschen, was denn hier beim Festival Square los? Hier ist ja Party all the time. Ach so, hier ist auch gesperrt. Hier fährt auch gar keiner lang. Also hier ist die Spielstraße. Alles klar. Ja, dann könnt ihr natürlich verrückt sein. Notfall. So, das ist ein Notfall, denn hier ist nicht zufällig noch ein Ballon. Nein. Ihr müsst jetzt irgendwie nach da oben. Das mache ich wohl am geschicktesten, wenn ich doch zu Fuß laufe. Das sehe ich ein. Und mir da oben einfach eine neue Karre schnappe. Anhalten. Wunderbar. Das geht auch alles noch zu Festival Square. Das wird hier nochmal interessant, denke ich. Schauen wir doch mal. So, hier wäre noch was gewesen. Müssen wir auch noch Fahrzeugdiebstahl machen? Ja, müssen wir. Aber den machen wir doch nicht auf, indem wir mit dem Feuerwehrmann hier was machen, oder? Nee, eher unwahrscheinlich. Aber wir hatten hier noch einen Safe im Angebot. Und da ist drin... Nichts! Rein gar nichts. Das ist wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ziemlich wenig, okay. So, hier geht's zur Feuerwehrmission. Ich frage mich immer noch, wie das mit dem letzten roten Stein funktionieren soll. Ich meine, ich habe einen. Das ist doch der, der aus der Mission ist. Aber... Mir fehlen aber auch noch... Das weiß ich echt noch nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie ich das lösen werde. Aber ich werde das schon rausfinden. Ganz alleine. Ohne Hilfe. So. Na gut, wenn hier nichts ist, dann kann ich ja mal da drüben zum Spital gucken. Weil das gehört ja auch noch zum Festival Square. Ach, da haben wir doch damals auch Natalia retten müssen zum ersten Mal, ne? Stimmt, da war was. Aber haben wir hier auch schon alles? Das ist die andere Frage. Wie im Aufzug ist eine coole Partymucke, das feiere ich. So, mal gucken. Hier hätten wir doch was. Das sieht mir doch verdächtig nach Powerbohrer aus. Mensch, Powerbohrer aktivieren. Yes! Ich wusste, dass hier noch was sein wird. Ah ja, stimmt. Da drüben ist ja der Parkplatz. Ah, oh, da kann noch einiges sein. Mal gucken, wie der Powerbohrer hier abgehen wird. Ah, auf beiden Seiten, okay. Naja, wir werden eh kein Problem mehr haben, weil wir haben jetzt wirklich einen Powerbohrer, den Ultimativbohrer, wenn ich das so sagen darf.
ist ja alles hier easy peasy. Ah, da hinten war doch noch einer, also war doch gut, dass ich nochmal gemacht habe. Das war's, der letzte Powerbohrer. Mensch. Der letzte Powerbohrer in unserem Leben. Was wir da jetzt gebaut haben, ist mir auch ein Rätsel. So. 400. 44. Wow, gibt es irgendetwas, das du nicht hinkriegst, Chase? Kaum. Glückwunsch. Dankeschön, danke Ellie, danke. Stimmt, bei dem einen Ding war ja auch noch irgendwas mit dem Teleporter. Das muss ich auch noch rausfinden. Was es damit auf sich hat. Jetzt schaue ich aber erstmal, ob hier nicht noch irgendwas ist. Auch nochmal ganz oben auf dem Dach, wo wir damals missionsbedingt nicht hin mussten. Sowas kann schon sein. Gebiet Revier markieren, das muss hier sein. Bezirk erobern, muss hier sein. Da sind wir damals nicht hin, oder? Niemals. Hier waren wir nicht. Da ist es auch. Tatsache. Yeah, baby. Alles richtig gemacht. Ich habe das Gefühl, hier geht's runter, aber hier geht's irgendwie nirgends lang. So. Nicht runterfallen. Da habe ich mir irgendwie doch vorkommen, als hätte ich es schon mal gemacht, aber... Es kann sein, dass ich hier beim Festival Scram mal ein bisschen was gemacht habe, aber da nicht gespeichert hat oder so. Wobei es komisch ist, er speichert ja automatisch nach jedem Mal, wenn man was schafft. Aha, Rex Fury? Als, mit dem, seinem Weltraum-Outfit, glaube ich. Ja, er stand da nicht gerade 100. Noch eine 440 und jetzt 142. Du bist heute in Topform, Chase. Wir haben jetzt offiziell 96,7%, 8 und 10 Kostüme noch, 2 Wagen und 8 goldene Steine. Ein Wagen gibt es hier noch, dann der andere wahrscheinlich nochmal in der Mission. Und wo wir da jetzt hinfliegen, wird bestimmt auch interessant. Es wird mir hier schon wieder irgendeine Räude markiert, der ich nichts zu tun haben will. Ach du Scheiße, wo bringt mich denn der hin? Aufs Gebäude. Da. WTF? Da auf das Gebäude, aber warum? Was wird da wohl sein? Vielleicht ist auf dem Dach von dem Feuerwehrrevier noch was? Ich glaube, da darfst du gar nicht hin. Naja, wer weiß. Vielleicht liegt jetzt hier einfach so ein roter Stein. Das wäre ja krass. Ja, ich will hier landen. Weil zum Hubschrauber-Landeplatz komme ich auch so. Hä, wofür ist dieser Hühnerflug? Damit du da auf die andere Seite kommst? Aber das ist doch Quatsch. Kommst du doch auch so. Hier oben ist allerdings auch nix. Jetzt werde ich mal ganz frech ganz kurz mal scannen. Da wäre noch ein Stein, ein Megastein sogar. Das ist ja jetzt... Irgendwie nicht so das Wahre. Weil da waren wir ja schon mal. Ist nicht so, als wäre das jetzt neu für uns. Man kommt doch da so eigentlich auch ganz easy hin. Okay. Naja, komischer Hühnerflug. Wir lassen das einfach mal so stehen. So, auf dem Parkplatz da unten, da denke ich, wird auch noch irgendwas sein. Weil ich mich da, glaube ich, auch nie wirklich genau umgeguckt habe. Vielleicht irgendwie... Doch, da habe ich schon mal was rausgeholt, wie man hier sieht. Vielleicht irgendwie aber nochmal was zum Einfärben oder so, wenn es nur ein Baum ist oder so. Können wir schon vorstellen. Da hinten haben wir einen Haufen... Minensteine. Fehlt uns der wertvolle Felsbrocken noch? Da ist er. Der letzte wertvolle Felsbrocken. Geil. Okay, noch was geschafft. Alle wertvollen Felsbrocken.
Noch eine Aufgabe erledigt. Du bist heute in Topform, Chase. Ich will jetzt wissen, warum der mir da hinten was markiert hat schon wieder. Warum machen die das? Ja, jetzt ist es weg. Nee, dann. Was wollt ihr mir hier... Was wollt ihr mir damit sagen? Oh, das ist doch mal jetzt ein geiles Auto. Was wollt ihr mir damit sagen? Was? Ernsthaft, was wollt ihr mir damit sagen? Ich verstehe es nicht. Ist mir jetzt aber auch ziemlich wurscht. Jetzt würde mich interessieren, ob ich doch vielleicht auf das Feuerwehrgebäude irgendwie raufkomme. Weil da war doch noch irgendwas Verdächtiges. Oder ich scanne einfach und gucke, ob da was ist, bevor ich mir da jetzt große Mühe gebe. Aber es kann schon sein. Ich schau mal ganz kurz, ob es überhaupt eine Möglichkeit gäbe. Ich glaube aber irgendwie nicht, ne? Warum sollte man da auch hoch dürfen? Ich guck jetzt einfach. Laut Scan ist hier nix. Warum auch, glaube ich auch nicht. Das hat man ja in der Mission gemacht. Deswegen würde es auch gar keinen Sinn machen. Na, wo könnte man denn dann jetzt als nächstes hingucken? Was stünde noch offen? Hier vielleicht irgendwie was. Ich denke, ich werde jetzt mal wieder scannen, damit ich ein bisschen was finde. Heilige Scheiße, hier ist ja was los. Hier ist ein Megastein, noch ein Stein. Hä, nur Steine sehe ich hier. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Naja gut, den Megastein hole ich mir jetzt mal noch. Dann bin ich wieder auf 1,1 Millionen. Gut. So, ich lasse mich da jetzt einfach gemütlich raustragen. Schön gemacht. So, da drüben war noch einer irgendwo. Ach, soll ich da... Oh, das Blumenbeet. Hä, warum hat es mir das nicht angezeigt? Zeigt mir den Superstein, aber auch nicht das Blumenbeet. Das ist auch Quatsch. Ganz ehrlich. Lass mich da mal hoch. Dankeschön. Und ich glaube, dann werde ich doch nochmal diesen Spezialweg da oben gehen. Vielleicht habe ich da was übersehen. Und selbst wenn es nur für Scannen ist, dürfte dann das letzte Blumenbeet auch sein. So ist es. Oh man, das letzte Blumenbeet. Es wird. Zum Beispiel einfach mal darüber laufen. Da, wo das Spiel eigentlich nicht davon ausgeht, dass du da langläufst. Weil da nichts ist. Und noch eine Aufgabe, die von der Liste gestrichen werden kann. Super Chase! Ich bin ja auch das Super Chase. So, vorsichtig, ein bisschen langsamer diesmal. So, einfach mal kackenfrech hier komplett rüberlaufen. Vielleicht haben sie da irgendwo was Fieses versteckt. Wenn nicht, dann halt nicht. Da haben sie wirklich was versteckt. Sehe ich da aber nur einen Superstein. Bevor ich da jetzt runterfalle, laufe ich noch ein bisschen hier entlang. Aber ich glaube, hier wird nichts sein, ne? Weil hier endet auch das Gebiet. Nee, hier haben wir nichts. Dann könnte man tatsächlich nur den Superstein hier rausschlagen. Mehr ist da nicht. Das ist sogar ein Megastein. Ja, verdient, weil der war jetzt auch ein bisschen besser versteckt. Als so der ein oder andere. Gut, ne, ich möchte trotzdem noch nach oben den normalen Weg laufen. Und gucken, was wir hier noch so haben. So, also einmal noch den normalen Weg, bitte. Mit Vorsicht. Weil ich glaube nämlich, dass... Wollen die wirklich, dass ich hier den übelsten Umweg laufe? Oder habt ihr hier noch irgendwas versteckt? Weil warum kann ich hier zum Beispiel runter... damit ich auf der Seite wieder hoch kann. Okay. Aber warum ist dann das da? Fragen über Fragen. Die Markierung verwirrt mich auch übelst.
glaube, da kann man auch nur von hier hin, aber was soll das bringen? Hier ist ja nichts. Das würde man ja sehen, denke ich. Jetzt werde ich mal von hier scannen, ob ich hier von oben irgendwie schön was sehen kann. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das bringt mir tatsächlich was. Naja, das sind aber alles nur Supersteine, das ist ja kacke. Ein Haufen Supersteine, sonst nicht wirklich was Tolles. Ja, nur Supersteine, ist doch scheiße. Da oben haben wir nochmal was. Da oben ist der Parcours. Und da ist tatsächlich ein roter Stein. Ich krieg zu viel. Hier ist wirklich einfach so ein roter Stein. Mitten im Gebiet. Gut, hatten wir ja schon mal. Ich glaube, Pagoda war es. Da mussten wir auch einen Parcours machen, um an einen roten Stein zu kommen, ne? Jetzt, wenn ich recht überlege. Gab es nicht in jedem Gebiet einen roten Stein? Weil ich meine, es gibt ja nur 15 Missionen. Dass ich mich da jetzt gerade anstelle, keine Ahnung. Okay, na dann weiß ich ja, wo ich in etwa hin muss. Also es gibt mehrere obere Bereiche noch, an denen man hin kann. Jetzt werde ich doch nochmal erst den anderen abchecken. Natürlich, es gibt in jedem Gebiet einfach so einen roten Stein. Ich weiß gar nicht, was ich mir hier gerade in den Kopf gesetzt habe. Hier ist doch eine Leiter. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, ja. Manchmal bin ich halt einfach ziemlich verplant. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Ich würde sagen, im nächsten Part könnten wir wahrscheinlich den Festival Square beenden. Tja, dann ist es vorbei.